Okay, immer noch der gleiche Tag. Ich habe gerade gestreamt, jetzt geht's weiter mit der Aufnahme. Ich weiß auch nicht genau, was mit mir los ist heute. Aber ich bin sehr froh, wenn wir vielleicht bald dieses Spiel hinter uns haben. Also nicht, weil es jetzt so schrecklich ist, also doch ein bisschen schon. Aber, ne, Weihnachtszeit und so vorproduzieren, was ich jetzt gerade tue. Und ich habe das die ganze Zeit auch im Hinterkopf und das ist ja eigentlich wieder scheiße. Und deswegen denke ich mir so, hey, wenn es fertig ist, dann habe ich das nicht mehr. Das war ein dummer Treffer. Hatte schon 4 Schaden gemacht. Alter Schwede. Na gut. Leck mich doch am Arsch. Ja, ich bin gespannt, wie lange das noch geht. Also, wir sind ja eigentlich schon in Castlevania, deswegen, aber irgendwie traue ich dem noch nicht so ganz. Weil, hoppala. Weil irgendwie andere Videos von dem Spiel oder Let's Plays oder Longplays irgendwie noch viel zu lange gehen. Aber mal gucken, ich stealthe mich ja auch durch wie so ein Bastard. Ach komm, dann nehme ich den Damage jetzt, ist mir egal. Und wir sehen ja nicht alle Sages, also keine Ahnung. We will see. Alles, was wir machen können, ist einfach spielen. Das war gut von mir. Bin ein bisschen stolz auf mich. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Das ist nicht so gut. Huch. Ich mache das jetzt nicht, wenn ich da nämlich aus dem Bildschirm rauslaufe, dann ist ja, glaube ich. Alter, dieses Spiel. Dann ist ja, glaube ich, also der hat dann wieder neue Leben halt. Oh, verreck einfach. Dankeschön fürs Verrecken. Also Geld. Bum, bum, badum. Und ja, ich glaube, wir werden den letzten Charakter nicht mehr sehen. Das ist sehr traurig, weil gerade der eigentlich so der interessanteste Charakter ist. Oh, ich glaube, ich werde es getroffen, oder? Also ich glaube, das kann ich nicht mehr abwenden. Oh, habe ich Kacke gebaut. Ja, habe ich Kacke gebaut, okay. Oh, ja. Guckt euch das an, Alter. Wie fett man hier jetzt aufs Maul bekommt. Oh, ich wurde nicht getroffen. Nett. Muss ich direkt abspeichern. Ich wurde getroffen, muss ich direkt laden. Meine, dass die Gegner dann halt auch irgendwie im Laufe des Spiels mehr Damage machen, ist halt irgendwie echt bescheuert. Aber jetzt macht der Affe wahrscheinlich wirklich viel Schaden. Echt ziemlich bescheuert. Oh, Imagine, man hätte Air Control in dem Spiel. Das wäre was. Ich sage euch. Bald, bald haben wir das. Ich bin sehr gespannt auf Super Castlevania 4 als nächstes, weil das Spiel habe ich eigentlich echt ganz geil in Erinnerung. Also auch da habe ich dann irgendwann gut gestellt. Aber ich glaube, am Anfang sogar gar nicht. Also, die ersten paar Level habe ich noch ohne geschafft, weil das ging noch echt klar. Irgendwann wird natürlich auch das wieder unnötig schwer. Aber das Spiel hat zumindest eine geile, ja, einfach nochmal ein fluffigeres Gameplay. Es hat eine saugeile Optik. Es nutzt ja auch hier ne, Mode 7 und so vom Super Nintendo und so. Einen richtig geilen Soundtrack, also da geht's dann richtig ab. Alter. Ist ja auch bei vielen ein Favorit, zumindest unter den klassischen Castlevanias. Ich die aber nicht kriege. Junge! Los mit dem Schleim. Ja. Speien wir mal ab, ne? Muss ja sein. Jetzt habe ich aber auch hier die Axt, finde ich ganz angenehm. Ja! Manual. Ist eigentlich Manual, ist das eigentlich. Okay. Ja, vielleicht ist das die Originalanleitung, die man dann hat. Man hat im Spiel, ich habe mir das vorhin tatsächlich nach der Folge mal angeguckt nochmal. Man hat halt in der Collection auch sehr, sehr viel Bonuskram. Also nochmal so ein Bonusbuch, wo dann so Boxarts und so gezeigt werden von damals und so. Sogar eine Timeline ist da nochmal drin. Eine chronologische. Ich wollte ihn gar nicht treffen.
von den ganzen Spielen. Und da habe ich auch nochmal gesehen, okay, Castlevania 3 ist doch wirklich das Prequel, also wirklich der chronologisch erste Teil. Zumindest von den Spielen dieser Collection. Christopher Belmont ist halt der Vater, oder der Vater nicht, aber der ist halt zwischen Trevor und Simon. Da sind auch schön die Jahreszahlen, die halt auch immer schön passen. Der hat immer 100 Jahre zwischen den Spielen. Beziehungsweise, ne, quasi zwischen The Adventure und halt Castlevania 3 sind 100 Jahre. Ja, dann, ne, gibt's ja noch Belmont's Revenge für den Game Boy, was dann ja dann wieder, ein paar Jahre nur später spielt, so wie bei Castlevania 2. Und da sind, ab da sind dann die 100 Jahre. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, mein Gott. Ich hab gerade meinen Stage 2 hier. Folge geht aber ja 6 Minuten. Kam mir jetzt irgendwie schon länger vor, muss ich sagen. Bin auch einfach nicht lernfähig, ne? Nicht das erste Mal, dass wir das feststellen. Oh. Es ist auch einfach so komisch schwer. So ist das Spiel einfach. Meine Fresse, man weiß halt immer nicht, wo er schießt. Das war irgendwie komisch gerade. Danke. Ich hab nicht gespeichert, richtig? Natürlich nicht. Warum auch? Ich muss mich bei Castlevania 3 nicht schämen, permanent zu speichern. Wirklich nicht. Ich hab Dark Souls 1 und 2 platiniert, ja. Die können mir alle gar nichts mehr. Freut mich für euch, wenn ihr das auch ohne schafft. Ja, ist cool. Könnt ihr machen. Ah, ich habe noch andere Dinge in meinem Leben vor. Ich gucke mir das Spiel aus einem historischen Interesse an. Zum zweiten Mal. Zum fünften Mal eigentlich. Ja, das sind wir nur wegen Trophäen. Ich gebe es ja zu. Oh, ich glaube, ich stößt da wieder eine Brücke ein, oder? Ich spüre es. Ah, nehmen wir mal. Das Kreuz ist geil. Das Kreuz ist sehr gut auf jeden Fall dann beim Endboss. Ich wusste, dass es einstürzen wird. Dann ignorieren wir mal lieber die Dinger hier. Das war gewagt. Oh. Okay, das sieht mir nach dem Boss aus. Mit dem Kreuz können wir den sogar recht gut platt machen, vielleicht. So, nochmal speichern. Oh nein, es ist tot, oder? Hab ich recht? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Der schlimmste Boss aller Zeiten. Oh. Guck dir diese kranke Scheiße an, Alter. Okay, aber es war eigentlich gar nicht so schlecht gerade, was ich gemacht habe. Wenn ihr mich fragt. Okay, das war saugut. Erstmal speichern. Das war nicht so gut. Aber er hat trotzdem weniger Leben als ich. Feier ich. Ah, okay. Der hält ja gar nicht so viel aus. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken. Den habe ich aber sehr viel schlimmer in Erinnerung. Oh, das ist jetzt räudig. Ah, er war genau in so einem Winkel, wo ich ihn nicht getroffen habe. Ja, ist okay. Spring doch, mein Gott. Ach ja. Oh mein Gott, ey.
Ah! Das war der Witz. Ja, eine zweite Phase. Ach, schön. Natürlich. Was auch sonst, ne? Klar. Das ist doof, weil mich, das jetzt treffen wird. Geht doch nicht. Jeder Pixel muss gespeichert werden. Das ist leider die Regel hier. Ich weiß, man kann die sich ja auch kaputt machen, aber das ist so ein Multitasking, was ich nicht hinkriege. Mein Small Pipi Pupu Brain kriegt das nicht hin. Alter, das kann doch nicht angehen, ey. Ah. Mann, ich wollte es doch gerade kaputt machen. Ah. Aber ich krieg's nicht hin, Alter. Oh, die seine Sicht da oben rechts ist auch einfach komplett scheiße da gerade. Mann! Das ist okay, ich habe mich jetzt richtig verkalkuliert, glaube ich. Oh, ist das beschissen. Oh, ist das wieder kacke. Ich werde einfach nur so hart Lack gesoffen. Er macht einfach 4 Damage, ne? Das ist so übertrieben. Man kann sich ja nur 4-mal von den Dingern treffen lassen oder so. Bei diesem absoluten Chaos, der, was es hier ist. Okay, warte mal, so ist vielleicht das Geheimnis. Hm. Das war nicht schlecht. Hm. Hm. Wir machen ja mit jedem 2 Damage, ne? Das ist ganz geil. Es ist so jenseits von gut und böse. Okay, noch einmal damit ein Double Hit. Dann haben wir's. Aha. Ja, wunderbar funktioniert. Mhm. Geil, okay. Oh Gott im Himmel. So, was wird das jetzt hier wieder für ein Scheiß? Kann ich bitte auf diesen scheiß Dings da raufspringen? Alter. Kann das alles nicht mehr. Okay. Wie genau mache ich dem jetzt Damage? Einfach in die Fresse ballern. Mhm. Ja komm, fallen wir mal ab. Ganz gewagt. Okay, das Kreuz bringt einfach nichts. Komische Wahl. Mhm. Einfach. Boah. Okay. Vorletzte Stage, I believe. Ich mache natürlich instant up, ist ja klar. Hm.
Achso. Ach, die Musik. Oh nein. Oh, das war so ultra nervig hier, glaube ich. Oh nee. Diese Scheißbrücke da. Ups. War wichtig. Diese Kackaffen. Behaupte mal, dass hier auch der Affe macht viel Schaden herkommt. Guck die Scheiße an, weil irgendwann ist einfach nur noch, ja, viel Schaden. Alter, guck euch die Kacke an. Was ist das denn? Okay. Na komm, ne, oh. Vielleicht kann ich die Zeit gleich mal so ein bisschen verlangsamen, wenn mir das hier wieder zu viel wird. So zum Beispiel. Sofort los, schnell. Okay. Geschafft, glaube ich. Sehr gut. Oh nee. Hier so beschissene Hitboxen bei dem Ding. Wo muss ich überhaupt hin? Einfach da hinten weiter wahrscheinlich, ne? Ja. Natürlich Instant Kill, ne? Worum geht man aus? Kann ich da rauf mich stellen? Ja, kann ich. Oh, das ist schlecht. Oh, ich kann einfach rauf, das ist nett. Mehr als ich jemals erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Hui! Geilo? Guck dir das an, ey. Ich meine, den Raum betreten und ich werde schon gebumst. Gott, okay. Wir haben 400 Sekunden Zeit. Das ist ganz schön viel, wenn ich das mal so sagen darf. Das Level wird richtig schön scheiße lang werden. Alles macht 4 Damage, ne? Boah, ist das ekelhaft. Ich bin auch so dämlich, ne? Wie denke ich, der schießt nur einmal. Aber schießt ja zweimal. Es ist doch aber einfach auch schon wieder komplett geistesgestört, ey. Ja, dann wurde ich jetzt halt getroffen. Ja, wurde ich halt getötet. Boah. Nein, warum? Oh. Guck dir das mal an. Also ich weiß halt nicht, es ist halt kompletter Try and Error. So, du musst halt einfach so komplett checken, was du tun musst. Ist halt so dumm, ne? Also gut, checken, was man tun muss. Also... Keine Ahnung, du musst da wirklich pixel-perfect stehen und so eine Scheiße. Und was soll das denn? Alter. Das um den dauert auch 1000 Jahre.
bin nicht so früh aufgestanden. Es hört nicht auf, ne? Ist halt auch einfach kein Game Design, ne? Es ist einfach nur so alles irgendwo hingewichst. Hauptsache, wir gehen den Spielern so richtig auf den Senkel. Warte mal, ich kann die Zeit verlangsamen, fällt mir gerade mal so ein. Toll. Ich durfte gerade das Item nicht verwenden. Warum auch immer. Ich darf es halt auf Leitern nicht benutzen. Okay, verstehe. Oh, ich will nicht mehr. Das macht so keinen Spaß. Jetzt hat einmal Damage genommen. Aber nicht zweimal. Du sollst das Item benutzen. Meine Fresse. Nicht die scheiß Treppe hochlaufen. Kackhaufen, ey. Ehrlich. Okay, komm, den Raum klären wir noch. Aber nicht so. Der dumme Schwanzlecker, Leute. Duckt sich wieder nicht. Stattdessen läuft er voll in diese scheiß Axt rein. Ich kann das alles nicht mehr. Wie viel habe ich ihm gerade reingewürgt, ey, ehrlich? Nicht die Reißleine! Kriegt übrigens in diesem Leben auch nicht mehr hin, den zwischen Leiter und Treppe. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß ihn, aber nicht, wenn ich in Rage bin. Ich muss da immer wieder kurz nachdenken, was ist. Das kriege ich in diesem Moment einfach nicht hin. Und nehme ich einfach das, was ich gerade richtig anfühle, das ist immer das Falsche. Du sollst nicht diese Treppe runter, Jesus! Was soll das denn? Digga, ich stehe doch schon auf diesem nächsten Block. Was ist denn das scheiß Problem von diesem Kackspiel, Mann? Ja, okay, ich kann auch meine Stoppuhr dann nicht mehr benutzen, scheinbar. Nee, kann ich nicht. Warum auch immer. Oh, mein Gott. Es ist so dumm. Es ist so unfassbar dumm. Dass der ganze diese scheiß Treppe wieder runterläuft. Danke, fucking schön, Alter. Boah, war das anstrengend. Okay, Leute, ich sag danke fürs Zusehen. Ich hab's gefallen. Beim nächsten Mal diesen Kackraum hier, aber der sieht erstmal einfach aus. Oh Gott im Himmel, ey. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.